Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in The Outer Wilds oder Outer Wilds, doch nur Outer Wilds. Wir haben uns gerade unsere Startcodes abgeholt und möchten uns jetzt auf den Weg zur Rakete begeben. Und ich habe leider in meinen Videos gesehen, in meiner letzten Aufnahme, dass es doch arg dunkel hier ist irgendwie. Ne? Also mir kommt das nicht so dunkel vor. Deswegen versuche ich jetzt hier schon irgendwie mal die Lampe anzulassen in dieser Session. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja, wir haben die Startcodes von Hornfels bekommen. Und können uns jetzt genau auf den Weg machen in unser Raumschiff. Wir haben ja letztes Mal hier schön unsere Sachen uns angeguckt. Hier die Sprache gelernt. Und gehen jetzt zurück zu unserem... Hallo? Ja, bitte? Gedanken lesen, oh nein! Und ja, das sind alle unsere Erinnerungen bis jetzt. So mehr oder weniger. Kurze Pause. Ah, so. Jetzt sind wir wieder da und ja, die Statue hat sich bewegt. Hallo. Die Augen haben geleuchtet. Sehr interessant, sehr interessant. Denken wir uns nichts Böses bei und gehen einfach weiter. Ich finde es immer noch faszinierend, wie gut das in VR aussieht, wenn man einfach mal da nach oben guckt. Herrlich. So. Zurück zum Launch Tower. Hier haben wir Hell. Hey, hey, also, hast du dir die Nomai-Statue genau angesehen? Die Statue sah mich an und hat die Augen geöffnet. Wow, wow, die Statue hat was gemacht? Ihre Augen haben sich geöffnet und dann hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerungen und Lichter um dich herum gesehen? Du meinst eine Halluzination? Hörst du nichts für ungut, aber bist du sicher, dass du starten kannst? Ich meine, medizinisch gesehen? Weißt du was, denk nicht weiter darüber nach. Nein, die Statue ist eindeutig seltsam. Ich meine, wenn du meinst, dass es passiert ist, dann ist es wohl so, aber warum? Hornfels hat alles untersucht, um die Augen der Statue zum Öffnen zu bringen und so etwas ist dabei noch nie passiert. Also glaube ich nicht, dass du von der Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst. Ich glaube nicht, dass du von der Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst, aber Grabo plante noch eine Reise zu den Untiefen der Riesen. Ich weiß aber nicht, zu welcher Insel. Vielleicht kann Gabro dir mehr dazu sagen. Andererseits ist Gabro eben, naja, Gabro. Also vielleicht solltest du dir lieber selbst nach Informationen suchen. Oh je, jetzt bin ich echt neidisch, dass du ins Weltall fliegst. Hey, schau mal, ob du unsere Übersetzungsmaschine nutzen kannst, um mehr über die Statue herauszufinden, ja? Viel Glück und guten Flug. Warum ist die Lampe eigentlich aus? Man sieht ja nichts. Und irgendwie habe ich einen Frosch im Hals gerade. Also, wenn man zwischendurch Ruhe ist, dann schneide ich das Räuspern raus. Jo, wie jetzt gerade eben. Gut, jetzt geht's also runter zur Startrampe. Damit wir endlich loslegen können. Ist jetzt schon die dritte Folge, wenn ich's... Doch, müsste ich so schneiden. Und kann ja nicht angehen. So, hier haben wir schön Holzlift. Wollen wir den Startcode? Können wir hier benutzen? Lift aktivieren. Hurra! Und runter! Aber hier will ich gar nicht hin. Wieder rauf! Yay! Hoffe ich, dass ich hier nicht runterfalle. So. Hier steht noch ein Haus. Hier steht noch eine Figürchen. Pyroklastiker. Ach ja, denn mit dem haben wir Verstecken gespielt. Hallo Astronaut. Fliegst du heute in den Weltraum? Warum machst du das Licht aus? Die Leute sehen nichts. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie heller kriege. Fliegst du in den Weltraum und kommst nie mehr zurück, so wie Feldspat? Keine Sorge, ich komme zurück. Das hat Feldspat auch gesagt, aber er ist nie gemacht. Hornfels wird echt traurig sein, wenn du nicht zurückkommst. Genauso traurig, wie wenn ich über Feldspat rede. Also solltest du dafür sorgen, dass du nicht auch im Weltraum verloren gehst. Hallo Astronaut, nimmst du auf deine Reise Marshmallows zum Rösten mit? Marshmallows mag ich am liebsten. Genau, die ernähren sich irgendwie nur von Marshmallows, die Leute. Aus irgendeinem Grund zuckelt das jetzt ein bisschen. Und wir sind wieder hier. Hey, hallo, Schleischiefer. Du scheinst ja wirklich fix und fertig zu sein für den Start. Die Aufregung vor dem Start ist Teil des Vergnügens. Ich kann es aber kaum erwarten, bald an einem neuen Schiff zu arbeiten. Wir arbeiten daran, die Ausweichberechnungen des Autopiloten am nächsten Exemplar endlich zu reparieren. Ups, tut mir leid. So, dann sind wir nämlich durch. Start kurz eingeben. Beep. Und dann geht's endlich los. Ja. Wo gehen wir denn jetzt erstes hin?
Erstmal hier rein. Wusch. Ne, Antigraf, toll. So, da haben wir das neue Teil aus den, ne, was uns Hell gesagt hat aus der Statue, dass das für unseren Bordcomputer genutzt wird. Aber bevor ich es vergesse, ich muss hier den Raumanzug anziehen, weil wenn ich im Weltraum bin und rausgehe und keinen Raumanzug anhabe, dann, ja, ersticken wir. Jo, kleiner Scout, was können wir damit machen? Wir können damit Horizonte erweitern, wir können Licht ins Dunkel bringen, wir können Gefahren aufspüren und wir können die Umwelt erforschen. Hier können wir unseren Treibstoff und unsere Gesundheit auffüllen. Hier haben wir eine kleine Planetenkarte. Genau, Sandurzwillinge, Holzkamin mit Abraumfels, bröckeliger Krater mit Kraterlaterne, Untief der Riesen mit... Da ist auch der Phantommond und einer lustigen Station. Der Eindringling, Komet und Schwarzdorn. Aber jetzt haben wir hier unseren... Mein Gott, also Motion-Dings arbeitet hier gerade, aber richtig. Ist ja wahrscheinlich wegen der Lampe. Hallo, ich möchte die Karte aufrufen. Ich möchte nicht die Karte aufrufen, ich möchte das Schiffslog benutzen, genau. So, da haben wir hier auch nochmal unsere Karte. Und hier ist jetzt quasi alles drin, was wir brauchen. Ich gehe jetzt mal in den Gerüchtemodus. Nämlich haben wir jetzt hier eine Liste aller Punkte, wo wir schon waren. Die Einträge zu dem Ort können wir uns ansehen. Das einzig wahre Kaminador, sowie die Hauptquelle von Explosionen auf diesem Planeten. Die Nomai-Statue im Observatorium öffnete ihre Augen und sah mich an. Ich sah seltsam strahlende Lichter und meine eigenen Erinnerungen blitzten vor meinen Augen auf. Nein, ich will... Nein! Kann ich hier irgendwie runter? Nee, ich will hier... Hell sagte, dass ich von der Statue nichts vor die Augen geöffnet hat, trotz aller Bemühungen von Hornfels. Ich kann ja gar nicht scrollen. So, dann haben wir hier die schwerelose Höhe. Das ist leider durch die Auflösung ein bisschen schwer zu lesen, das alles hier. Gehen wir da einfach mal ran für Blinde. Schwerelose Höhle. Eine Höhle im Zentrum von Holzkamin, die von Ottawa als Ventures genutzt wird, um neue Astronauten auszubilden. Ich habe erfolgreich einen weiteren Satelliten für Eisenhut repariert. So, was haben wir dann da? Gabbro. Ne, hier kommen Gerüchte, Einträge dann. Genau, man sah, Hell sagt, Gabbro sei nochmal zu den Untiefen der Riesen aufgebrochen, um mehr über diese Nomai-Statue im Observatorium zu erfahren. Dann haben wir hier oben was. Walbergs Lager. Klingt, als ob Walberg noch immer auf dem Abraumfeld stationiert ist. Walberg ist nun schon eine ganze Weile alleine dort. Ne, und Fragezeichen heißt immer, dass wir da noch nicht waren. Und ich glaube, irgendwie, wenn da noch ein Sternchen oder so kommt, dann heißt das, dass wir da noch Sachen entdecken können. Mondruinen. Die Nomai-Schriften im Observatorium handeln davon, wie man irgendein Gerät auf dem Abraumfeld kalibrieren kann. Das werden wir alles tun. So. Aber das Wichtigste zuerst, Sauerstoff auffüllen, Baum aufspüren, darauf zugehen, genießen. Genau, aber hier schön kleines Dings hier. Wir haben hier so einen Gravitationskristall, ne, der uns hier im Weltraum auch hier auf dem Boden kleben lässt. Das ist sehr angenehm. Genau, dann können wir uns jetzt nämlich hier hinfläzen. Und dann haben wir hier unsere Schiffsstatus. Also wenn irgendwas kaputt ist, dann sehen wir das hier. Wir können auch den Hauptalarm auslösen. Und dann macht das hier alles bumm und dann fliegt unser Cockpit durch die Gegend. Abraumfels, da könnten wir hinfliegen. Da ist ein Stern explodiert. Habt ihr das gesehen da oben? Genau, hier so ein Autopilot brauchen wir, um irgendwo hinzufliegen. Treibstoff ist kein Problem in dem Schiff. Hier sehen wir Orientierung. Und wenn wir um einen Planeten fliegen, hier haben wir eine Landekamera. Die können wir an- und ausmachen. Hier ist, genau, hier sieht man, wie wir uns bewegen, hoch, runter, links, rechts und so weiter. Temperatur, ja gut, auch eher unirrelevant. Sauerstoff auch eher, ne. Höhenmesser ist wichtig, wenn wir landen. Das Signaloskop ist halt dasselbe wie das, was wir in unserer Hand haben. Und der Probe Launcher ist halt genau auch genau derselbe. Den können wir dann Kamera drehen. Ja, da können wir auch Fotos machen. Weglegen. Und ja, dann sag ich mal, abschnallen brauchen wir nicht. Wir machen hier gedrückt halten, Frontscheinwerfer an, bitte. Das ist immer doof, wenn ich hier hinkomme, dann geht das Licht automatisch an und aus. Haben wir auch schon festgestellt. Ich starte dann einfach mal. Und zeig euch die Welt. Jetzt kommen wir halt immer rauf, immer rauf, immer rauf. Wir entfernen uns und entfernen uns. Und wenn ich jetzt Stopp mache, dann fliegen wir weg von unserer Welt. Tschüss, Welt! Ja, und jetzt befinden wir uns im Orbit um diese Sonne. Wenn wir Pech haben und nicht genug horizontale Geschwindigkeit haben, fliegen wir auch genau in die Sonne rein.
Aber ich denke mal, für den Anfang werden wir uns mal diese Welt ein bisschen weiter erkunden. Und das ist halt das Coole. Du kannst halt wirklich, ne, mit Schub in irgendeine Richtung geben und dann driftest du halt getrieben von der Gravitation. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir in den Mond nicht reinfliegen. So, das hier ist genau unsere Startdings gewesen. Ja, das ist mir fast schon ein bisschen zu schnell wieder, weil die Steuerung hier mit dem Gamepad ist das alles ein bisschen einfacher. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen erstmal hier oben hin. Und werden erstmal uns hier mit, wie heißt er? Tektit in Verbindung setzen, weil hier ist er ja hingerannt, weil hier brennt es ja. Und hier sieht man auch schon, wie schön praktisch die Landekamera ist. Ne, und hier sieht man auch den Höhenmesser und hallo Tektit. So, abschnallen. Den Anzug brauchen wir eigentlich nicht, weil wir sind ja hier noch in sauerstoffreichen Gefilden. Fump. So, aber nein, da wollte ich nicht hin. Ich will mit raus. Lass mich raus. Dankeschön. So, das sieht gruselig aus. Sehr gruselig. Hallo Tektit. Hey Küken, ich dachte, du fliegst heute diese Blechdose ins Weltall. Was machst du noch hier? Ich habe gesehen, wie etwas über dem Horizont abgestürzt ist und es hat mir gar nicht gefallen, was ich auf den Bildern von meinem kleinen Scout gesehen habe. Also dachte ich, ich komme selber her und sehe es mir an. Also, was ist abgestürzt? Ich weiß nicht genau, was es ist. Sieht aus wie eine Art Pflanzensamen, aber sowas habe ich auf Holzkamin noch nie gesehen. Und glaub mir, ich habe früher ziemlich viel erkundet. Jetzt habe ich schon den Schluck auf. Oder zumindest so ein Aufstoßen. Ist immer doof. Glaubst du, dass es aus dem Weltall stammt? Es sieht irgendwie aus wie etwas, das von Schwarzdorn stammen könnte. Was es auch ist, es hat ziemlich schnell Wurzeln geschlagen. Das Ding gefällt mir nicht, Küken. Das sage ich dir ganz deutlich. Ich glaube, ich setze Mergel und Hell darauf an. Mergel ist der Holzfäller-Typ. Wir sollten uns so schnell wie möglich um die Sache kümmern und niemand kann eine unerwünschte Pflanze schneller entfernen als die Baumhüter. Ich muss mir aber zuerst ansehen, was in dem Samen steckt. Ohne zu wissen, was da drin ist, will ich niemanden losschicken, um eine Pflanze zu zerhacken, die vielleicht gefährlich sein könnte. Tuff kann mir helfen, den alten Scoutwerfer hierher zu schleppen. Die Öffnung ist ganz offensichtlich zu eng, als dass jemand durchpassen könnte und ich stecke nicht einfach meine Hand in so einen unangenehm aussehenden Samen, ohne irgendwas zu sehen. Er hat auch schon ein Bein verloren. Also mit Unterschenkel. So kann man leicht einen Arm verlieren oder auch zwei. Der verdammte Samen hat beim Einschlag eine Menge Schaden angerichtet. Ich mochte diesen Krater. Na, guck mal, hier sieht man auch schön, wie das, wenn ich den Kopf bewege, wie dann hier die Textur da durch die Gegend gewirrt wird. Schön. Brauchst du was von mir, Küken? Bist du sicher, dass dieser Samen nicht von Holzkamin stammt? Als ich noch jung war, habe ich alles erkundet, was es auf Holzkamin gibt und habe so ziemlich alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Glaub mir, sowas wie diesen Samen gibt es hier sonst nicht. Nee, ich schätze mal, wenn dieses Ding irgendwo herstammt, dann von Schwarzdorn, Küken. Ja. Ja, und wie es der Zufall so will, haben wir ja einen Scout dabei. Und sind wir im Fotomodus? Sind wir im Fotomodus? Ne, wir sind im Dingensmodus. Perfekt. Schicken wir den mal da rein und... Oh. Fehler, doppeltes Signal. Auch schön. Also wir sind jetzt hier im Dorn drin und hier scheint es auch etwas größer zu sein. Sehr viel größer. Und oh, oh. Okay. Da scheinen auch Bäume zu sein. So, jetzt haben wir hier doppeltes Signal. Fehler. Wo ist denn das andere Signal? Shift, also das ist da ungefähr. Jetzt haben wir natürlich ein leichtes Problem. Der verdammte Samen beim Anschlag, bla. Ich habe einen kleinen Scout in den Samen geschickt. Das hast du also gemacht und du sagst, dass es innen größer ist als außen? Hm, das wird eindeutig eine Menge Arbeit werden, das Ding zu zerhacken. Können wir überhaupt so einen Samen entfernen, der nicht mal den Anstand besitzt, überall gleich groß zu sein? Vielleicht nehme ich vorsichtshalber lieber eine zusätzliche Axt mit. Oder auch drei. So, jetzt können wir den Scout aber auch wieder zurückholen. Mit B gedrückt halten. Dann schießen wir nochmal und gucken, weil ich habe jetzt gehofft, dass wir da irgendwie an der Wand kleben bleiben. Ich könnte jetzt auch hier die Knöpfe die ganze Zeit drücken, aber ich mache dann doch lieber hier. Jetzt kommt wieder der Böse. Da sind auf jeden Fall Bäume.
So, jetzt sind wir endlich hängen geblieben. Jetzt kann ich mich hier umgucken. Ne, und da ist was, da ist ein Lagerfeuer. Seht ihr das? Und da sind Bäume, also scheint da jemand zu leben. Also ist das zum Beispiel schon mal ein Mysterium, was wir ergründen können. So, können wir zurückholen. Und der wundert sich sicherlich auch, der Mensch an dem Lagerfeuer, der da sitzt. So, die Drohne, und ist die wieder weg. Was soll denn der Scheiß? So, zweites Geheimnis. Nee, falsches. Haben wir hier. Jetzt guckt mal. Oh, Schiffslock aktualisiert. Da hören wir doch eine Harmonika. Ist das etwa Hornfels? Nee, Felsspat in dem Ding. So, da kommt gleich der Mond hoch. Naja, auf jeden Fall, genau, kann ich ihm das jetzt auch sagen. Verdammte Samen, bla bla bla. Mein Signaloskop fängt in dem Samen das Geräusch einer Harmonika auf. In dem Samen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Soweit ich weiß, spielt nur Feldspat-Harmonika und Feldspat ist schon vor Ewigkeiten verschollen. Hör mal, erzähl Gneis nichts von der Harmonika-Musik, okay? Wir werden diesen verdammten Samen nie entfernen dürfen, wenn Gneis erfährt, dass er musikalische Ambitionen hat. Ja, klar, super. Ja, cool. Dann sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Soweit, da war der Mond. Wusch. Da können wir immer mal wieder auffüllen, Schiffslog ansehen. Und jetzt haben sich hier nämlich neue Sachen ergeben. Zum Beispiel Schwarzdornsamen. Ein Samen von Schwarzdorn ist hier abgestürzt und hat bereits Wurzeln geschlagen. Tektit will mit einem Scoutwerfer nachsehen, was sich darin befindet. Mein Signaloskop fängt Harmonikamusik auf, wenn ich damit auf den Samen ziele. Ich habe meinen kleinen Scout in den Samen geschickt. Irgendwie ist der Samen innen viel größer. So, im Samen. Wenn ich meinen Scout in den Samen schicke, der auf Holzkamin abgeschützt ist, landet er an einem viel größeren Ort voller Nebel und dornigen Ranken. Ja. Sehr spannend. Dann Kabel wegsortieren. Und weiter geht's. Oh, die Sonne ist sehr rot. So, da sehe ich jetzt nichts, was man tun könnte. Ich meine, ich könnte da reinspringen, so ist es nicht. Da kann man auf jeden Fall rein. Aber ich glaube, um hier so ein bisschen die Story auch voranzubringen, kann ich einmal hier landen, meine ich zumindest. Na, wie gesagt, das ist ein bisschen tricky. Nur noch hier kann man am Höhenmeter dann sehen, wie weit bin ich vom Boden weg. Das ist eigentlich ganz cool. So, dann raus. Und weiter gucken, hier ist nämlich auch überall Wasser. Schön. Dann werde ich mich mal hierhin begeben. Düm, die düm, die düm, die düm, die düm. Und ihr könnt ja natürlich alle mal miträtseln, was hier denn hier so los ist. Und die, die das Spiel kennen, wissen das natürlich. Es ist grandios. Also das macht mir Sorgen. Natürlich nicht, ich weiß, was passiert, aber ich denke, ich hoffe, ihr könnt es euch auch mittlerweile schon denken, was denn jetzt hier demnächst mal passieren könnte. Lesen. Chads Forschungsaufzeichnungen, Eigentum von Chad. Ich habe ein seltsames Signal aufgefangen, das von irgendwo auf dem Hain in diesem Krater stammt. Es ähnelt dem Signal, das vom Quantummond ausgesandt wurde. Also erscheint es mir logisch, dass zwischen den beiden Signalen ein Zusammenhang besteht. Wir wissen nicht viel über den Quantummond, da noch niemand darauf landen konnte, aber hoffentlich wird uns die Erforschung des Signals aus dem Hain mehr Aufschluss geben. So, Schiffslog aktualisiert, das sieht man auch immer schön, wenn man irgendwas findet. Da kommt immer so ein Oho. So, da ist schon wieder ein Stern explodiert. Ich glaube, hier geht alles vor die Hunde. Da ist der Mond, ich dachte schon, irgendwas Großes kommt. Da ist noch einer, guck da, 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 da,
Glaube ich, nee. Die sind noch in Ordnung. Da ist einer explodiert. Uiuiui. Ist unser Universum etwa dem Tode geweiht? Wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Ist da unten irgendwas? Nein. Buff. Gibt übrigens auch Fallschaden. Aber dafür haben wir unser Jetpack, um uns so ein bisschen davor, genau. Immer wenn wir irgendwas Neues gefunden haben, sollten wir auch den Schiffscomputer zu Rate ziehen. Da bin ich. Quantumsignal und Quantummond. Chats Forschungsberichte erwähnen einen Quantummond, auf dem die Kaminer noch nie landen konnten. Ja. Quantensignal. Chats entdeckt ein seltsames Signal, das aus dem Krater am Südpol von Holzkamin kam. Es ähnelte dem Signal, das vom Quantummond ausgesendet wurde. Dann gucken wir doch mal. So, und hier unten, wie gesagt, die Kugel sagt halt, wo wir denn sind. Relativ zu dem Planeten, den wir ausgewählt haben. Eigentlich müssten wir doch hier sehen, wo wir denn sind. Rein theoretisch. Ist dies dieser. Jawohl, dies ist der Quantum Hain. Landekamera an. Geschwindigkeit anpassen. Und dann landen wir einfach mal hier, ganz frech. Bumm. Zwar ohne uns hier irgendwo anzudotzen. Und da hat man auch schon gesehen, wie sich die Steine verändern. Also hier ist irgendwas nicht ganz koscher. Platsch. Ich finde diesen Shader-Effekt ganz geil, auch wenn er jetzt hier natürlich kaputt geht. Aber dass da so ein bisschen Index of Refraction tatsächlich drin ist. So, hier haben wir schon wieder so ein komisches Teil. Unidentifiziertes Signal in der Nähe. Oh. Ah, unbekannt. Hainsplitter. 9 Meter. Schiffslog aktualisiert. Signal identifiziert. Hainsplitterfrequenz entdeckt. Quantenfluktuation. Das heißt, wir haben noch mehr von dem Scheiß, ne? Garantiert in der ganzen Welt versteckt. Auf jeden Fall haben wir ja noch so ein Teil. Jetzt ist der da hinten. Haben wir auch am Observatorium. Moment, jetzt war, glaube ich, auch vorhin nicht da. Schiffslog aktualisiert. Across Old Bark. Lesen. Lesen. Im alten Wald. Auf der Lichtung bald. Ins Dunkle halt. Ein Schatten. Kalt. So. Und der, wenn wir sie wieder weggucken und wieder hingucken, ist das Ding weg. Jetzt ist es da hinten. Jetzt haben wir eine andere Version dieses Gedichts. Ist auch toll. Komm. Ins Dunkle halt. Auf der Lichtung bald. Ein Schatten kalt. Im alten Wald. Ja, und das ist das, was Chert halt sagte. Hey, wir haben hier irgendwie Quantengedönse. Da ist auch eine Fontäne, die vorher nicht da war. Guck, jetzt ist sie weg. Sehr, sehr, sehr seltsam. Jetzt ist das Schild da hinten. Also, ich find's cool. Da ist die Fontäne da. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. So, im Quantenhain gibt es dann wieder folgendes Log. Was haben wir da? In diesem alten gibt es einen merkwürdigen Felsbrocken, der sich bewegt, wenn ich nicht hinsehe. Es gibt ein Signal im Frequenzbereich der Quantenfluktuation ab. Ich habe ein Gedicht gefunden, das auf einem der Bäume im Hain geschrieben steht. Stand. So, dann sind wir hier nämlich durch. Quantummond werden wir erstmal nicht machen. Eine ganze Zeit lang nicht. Weil wir wissen ja nur nie, wie wir da hinkommen. Ne, jetzt ist hier. Ne, der Baum war schon immer da. Dann rauf. Also die Sonne gefällt mir echt nicht. Die wird immer größer. Ich glaube, hier ist bald Schicht im Schacht. Das sind die Untiefen der Riesen. Da ist unser Kram. Hallo Leute. Ich winke euch zu. Und ich könnte jetzt einmal am Observatorium landen, hoffentlich. Oh. Ich höre ominöse Musik. Das heißt, dass
gleich etwas passieren wird. Und achtet mal auf den Himmel, wie leer der ist. Es explodieren immer mehr Sterne. Und auch, und das kann ich verraten, ne, also ein bisschen wie gesagt gespoilert, auch unsere Sonne wird dieses Schicksal ereilen. Unidentifizierbares Signal in der Nähe. Guck mal hier, Museumssplitter. Haben wir auch. Jetzt ist das Signal jetzt gefunden. Warum auch immer das immer noch unübersetzt ist. Was auch immer das soll. Aber ja, wir gehen dann jetzt mal einfach mal rauf, gucken, was denn hier jetzt so passiert. Was ist hier los? Habt ihr sonst nichts zu tun, als jetzt hier... Bumm. Wo ist unsere Sonne? Ist aber immer so dunkel. Was soll das? Da ist sie. Wuff. Riesen Feuerball. Ja. Supernova Ahoi. Bumm. Also wenn man das erste Mal wirklich erlebt und keine Ahnung hat, wie dieses Spiel läuft, es ist schon gruselig. Man kann versuchen, dem zu entkommen, aber man entkommt dem Zeug nicht. Also wenn es jetzt immer noch zu dunkel für euch ist, dann ist es nicht mein Problem. Ja, tschüss Welt, hallo. Und jetzt? Maske. Hallo Maske. Ich habe keine Hände. Und auch dieses Bild kennen wir schon. Das sind unsere Erinnerungen. Aber sie werden zurückgespult. Ne, da waren wir am Schwarzdornsamen. Da haben wir mit Hell geredet und da ist die Statue gewesen. Da ist der Phantommond. Hallo Phantommond. Und ja, wir sind wieder am Anfang. Ist es nicht geil? Ja, willkommen im Murmeltiertag. Hallo Schiefer. Hey, bist du bereit, diese Schönheit in den Himmel zu schießen? Das Schiff ist vollgetankt und startklar. Bin ich gerade gestorben? Hui, hattest du einen bösen Traum oder sowas? Du findest doch immer, du siehst noch immer total verschlafen aus, aber damit können wir wohl auch ausschließen, dass du tot wärst. Ich weiß, es ist Tradition, unter dem freien Himmel zu schlafen, bevor man das Weltall startet, aber wenn du mich fragst, macht das einen das nur noch aufgewühlter. Ja, kennen wir alles. So, weil jetzt können wir nämlich hier sagen, hey, ich will hier rauf. Dann müsste er eigentlich sagen, hey, was ist mit den Startcodes? Die hast du doch noch gar nicht. Aber wir haben die schon, weil wir kennen die ja. Ja, und das ist das Spiel. Ne, wir sind jetzt in einer Zeitschleife gefangen. Und müssen rausfinden, was hier los ist. Und die Statue hat definitiv was damit zu tun. Ich gehe jetzt nochmal einen kleinen Umweg, weil ich glaube, wir können hier noch ein bisschen Dialog machen. Und guck mal, wie schön voll der Himmel noch ist wieder mit Sternen. Toll. Ich glaube, wir können sonst niemandem erzählen, was hier los ist, weil uns glaubt sowieso keiner. Aber das Schöne ist, jetzt durch diese Zeitschleife habe ich einen halbwegs vernünftigen Zeitplan für jede Folge. Das heißt, jedes Mal, wenn dann wirklich die Sonne explodiert, kann ich sagen, tschüss. Und dann mache ich in der nächsten Folge weiter, weil es wird auch immer nur dann gespeichert. Deswegen musste ich jetzt hier die erste Session ein bisschen länger machen und die dann auch zurechtschneiden. Hallo Sonne, wenn du wüsstest. So, hier er, alle oblivious. Wissen alle nicht, wie denen geschieht. So, ich will das nochmal einmal zu Hell. Dem von der Statue erzählen. Ich glaube, da kann ich dem irgendwie noch was reinwürgen. Oder hey, bla bla, die Statue bewegt sich und so. Weil er weiß natürlich auch nichts davon. Da stehen nämlich beide da. Ich hatte euch die Augen geöffnet. Was ist denn da los? Hey, ich habe gerade nach dir gesucht. Schau, schau, schau. Das musst du dir ansehen. Die Augen der Nomad-Statue sind offen. Hell, kannst du mir bei der Übersetzung der neuen Sprache helfen, die ich gefunden habe? Da niemand dabei war, sind wir nicht sicher, warum sie sich geöffnet haben, aber es ist unglaubliche Neuigkeiten. Sollte das jemand Gabbro erzählen oder vielleicht Riebeck? Oh, bei den Sternen, das ist so aufregend, dass mir der Bauch wehtut. Ne, kein Text mehr, einfach nur, oh, geil. Schau dir das an, die Statue hat ihre Augen geöffnet. Ich wette, das hättest du gerne gesehen, was? Ich auch. Ja, ich war dabei.
Ich habe keinen Schritt vorangekommen. Ich bin keinen Schritt vorangekommen. Auf der Suche nach Erklärung, was mit der Statue los ist. Gibt es noch etwas, was so? Nee, danke, ist alles gut. So, steht hier irgendwas Neues? Tausende Jahre Sternsystem. Meinst du, wird niemand was mit dem passiert ist? Nee. Ja, und die stehen jetzt halt völlig oblivious. So, wow. Ach genau, ist ja dunkel für euch. Ich vergesse das jedes Mal. Aber ja, das ist jetzt quasi hier unser Abenteuer. Und ich denke mal, dass wir uns... Ja, ich gehe jetzt nochmal einmal zur Rakete zurück. Und dann werde ich diese Folge, denke ich mal, beenden auch. Hier, die stehen noch unten und wollen Verstecken spielen. Genau, die Frequenz zum Verstecken spielen müsste weg sein, ne? Genau, wir haben nur noch die Outer Wilds, Musikinstrumente, die wir suchen können, und die Quantenfluktuationen. Damit können wir auch den Quantummond finden. Ne, weil ist ja dieselbe Frequenz. Aber gut. Also wir haben jetzt so in jedem Zyklus so plus minus 15 Minuten oder so sind es, glaube ich, oder 12, 13 Minuten Zeit halt Sachen rauszufinden. Und, so viel kann ich halt auch schon spoilern, Raumanzug an, dieser Computer, weil der aus demselben Material der Statue gefertigt ist, der behält die ganzen Sachen, die wir alle gefunden haben. Und das ist total toll. Weil so können wir hier unser Netzwerk ja quasi pflegen. Und hier Sachen nachverfolgen und dann so nach und nach dieses Mysterium, was dieses Spiel ist, hier dem, ja, sich ergründen. Übrigens hier Schnaps, ne, also Harzwein, also richtig schön saufen und Marshmallows. Ganz viele Marshmallows. Das ist das Wichtigste hier. Ne, auch hier Marshmallows, irgendwelche Filtrationen, Held, ein bisschen Werkzeug. Aber ja. Genau, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir uns dann hier ein bisschen weiter den Planeten angucken. Es gibt ein paar Ruinen, die man sich anschauen kann. Und ja, sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.